Ein großes Interesse zeigten die Besucher auf dem Anwendertag der IBM StoreWise Produktfamilie und des Sun Volume Controllers SVC. Bereits zum 6. Mal veranstaltete die IBM einen StoreWise und SVC Thementag. Die IBM Storage Virtualisierung auf Basis des SVC ist seit über 11 Jahren fest im Markt als Branchenstandard etabliert. Im zweiten Quartal 2014 wurde sie von IDC auf Platz 1 gesetzt. Ja, also ich bin jetzt das dritte Mal bei dieser Veranstaltung und ich muss sagen, dass mir hilft es sehr, das Networking, das Kennenlernen der IBM-Kollegen, Kennenlernen anderer Kunden. Ich möchte auf jeden Fall wissen, was es Neues gibt im SVC, zum Beispiel das Enhanced Touch Cluster. Aber vor allem auch zum Austausch und allgemeine Wissensaufbesserung, sage ich mal. Was wir auf alle Fälle als Frage mitgebracht haben, was auch schon in den Vorträgen jetzt angebracht wurde, ist die IP-basierte Spiegelung. Das haben wir aktuell bei uns im Testraum aufgebaut. Immer wenn meine Leute sagen, oh je, hoffentlich reicht der Platz, dann weiß ich, es ist wieder soweit, der SVC User Park kommt. Herzlich willkommen! Über 10.000 Kundeninstallationen profitieren von ständigen Neu- und Weiterentwicklungen. Wir sind seit vielen Jahren Kunde und könnten unser Datenvolumen und wollten das auch nicht mehr ohne eine Virtualisierung im Speicherumfeld überhaupt noch bewältigen. Also wir nutzen den SVC seit der ersten Generation, sind natürlich über jede technische Neuerung interessiert, besuchen den Anwendertag auch, seit es den gibt. Innovationen wie Real-Time-Compression aktiver Daten oder Hochverfügbarkeits- und Disaster-Recovery-Lösungen der Enterprise-Klasse finden begeisterte Resonanz. Die Neuigkeiten, die aus Amerika mitgebracht werden, sind interessant und wir werden uns überlegen, was wir davon einsetzen können in der Firma. Na gut, es ist eine leichte Administration jetzt mit der neuen GUI, das ist super. Dann das Stretch Cluster mit dem hochverfügbaren Spiegel, das ist so, toll. Ja, man hat halt die Flexibilität durch die Virtualisierung, dass man das Storage-System dahinter ja, im laufenden Betrieb wechseln kann, dass man herstellerunabhängig entscheiden kann, dass man viel schneller auf Trends reagieren kann. Mit wenig Zeit viel bewegen kann und überlege, mit welchem Hardwarepark wir unterwegs sind und wie wenig Zeit wir dafür zur Verfügung haben, ist das für uns das richtige Produkt. Sehr, sehr viele neue Ideen auch aufgefasst. Interessante Fachvorträge. Und das Allerwichtigste ist halt der direkte Austausch mit anderen Kunden, Erfahrungsaustausch, Erfahrungsberichte. Wertvolle Zeit verbracht hier und würde meinem Kollegen definitiv empfehlen, nächstes Mal auch der Veranstaltung teilzunehmen.